Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel Die Nasszentrale. Heute kommt der Teil 2 der Brombeertorte, wo wir diese einsetzen und ausdekorieren. Hast du Teil 1 noch nicht gesehen, verlinken wir diesen in der Infobox und für alle anderen würde ich sagen, legen wir los. Als erstes brauchen wir unseren Schokoladenkuchen, das Rezept verlinke ich euch in der Infobox. Sobald du diesen dann gebacken hast, starten wir mit der Vanillecreme. Dafür brauchst du Dotter, Stärke, Milch, Zucker und Vanillezucker. Jetzt kannst du alle deine Zutaten in den Thermomix geben. Schalte dafür den Thermomix auf 90 Grad, Stufe 3, für 7 Minuten lange ein. Sobald dann deine Vanillecreme fertig ist, gibst du alles in eine Schüssel und deckst sie mit einer Folie ab. Somit verhinderst du eine Hautbildung. Nachdem die Vanillecreme dann abgekühlt ist, können wir die Gelatinblätter in kaltem Wasser quellen lassen. In der Zwischenzeit habe ich dann Weinbrand in einer Schüssel erhitzt, um die Gelatine darin aufzulösen. Sobald die Flüssigkeit, in der du die Gelatine auflösen willst, zu dampfen anfängt, reicht das vollkommen und du kannst sie von der Herdplatte nehmen. Jetzt können wir auch schon mit der Creme starten. Dafür nehme ich die Vanillecreme und vermische sie mit der Weinbrand-Gelatin-Mischung. Und jetzt hebe ich nur mehr das fertig geschlagene Obers unter. Teile dabei das Obers in ein Drittel und vermische es mit der Vanillecreme. Danach kannst du den Rest gut mit der Creme vermischen. Falls deine Creme sehr flüssig ist, kannst du sie im Kühlschrank etwas anziehen lassen. Jetzt können wir auch schon mit den Einsätzen beginnen. Eine gute Alternative zum Mürzteig ist zum Beispiel, um einen guten Knack zu bekommen, eine dünne Schicht Kuvertüre. Diese verstreichen wir direkt auf unserem Biskuit. Während die Kuvertüre jetzt fest wird, kann ich meinen Tortenring vorbereiten. Dafür nehme ich 1 Meter Tortenrandfolie und lege diese in meinen Tortenring. Bevor ich jetzt meinen Tortenring auf den Biskuit setze, bestreiche ich meinen Biskuit noch mit Brombeermarmelade. Jetzt füllen wir diese noch mit der Creme und dann noch glatt verstreichen und ab in den Tiefkühler. Sobald dann deine Torte gut durchgefroren ist, können wir mit der Herstellung des Gelees beginnen. Dabei ist es ganz wichtig, das Agar-Agar mit dem Zucker gut zu vermischen. Und dann kochen wir es mit Wasser und Marillenmarmelade für 2 Minuten lange gut auf. Jetzt belegen wir unsere gefrorene Torte noch mit Brombeeren und gelieren sie dann mit unserem Gelee ganz dünn ab. Um deinen Gelee mehr Pep zu verleihen, könntest du auch noch etwas Püree beigeben. Sobald dann alle Brombeeren gut abgeliert sind, können wir den Tortenring lösen und die Tortenrandfolie abziehen. Dann können wir auch schon mit den Ausfertigen beginnen. Dafür bestreiche ich den Tortenrand dünn mit geschlagenen Obers und schabe mit einem glatten Messer bei der Kuvertüre mit einem 90 Grad Winkel meine Schokospäne ab. Sobald du dann genug Schokospäne zusammen hast, kannst du sie mit einer Teigkarte auf die Torte schieben. Falls du dies mit der Hand machen würdest, würden dir die Schokospäne in der Hand schmelzen. Und jetzt ist auch unsere Brombeer-Vanillecreme-Torte auch schon fertig. Diese kannst du auch mit anderen Früchten oder Beeren gerne herstellen. Somit bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, dir hat mein zweiter Teil genauso gut gefallen wie der erste Teil. Wenn ja, würde ich mich super über einen Daumen nach oben freuen und schreib doch uns mal in die Kommentare, welche Obstsorten du im Sommer so machst. Somit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.